Recht herzlich willkommen zur 26. Folge von Oxygen Not Included. Ja, ich habe hier noch ein Fenster auf Automation Changes. Ja, the following dwellings have acquired new automation ports. Also der Auslauf, Gasabzug, Hochdruckgasabzug und Förderschiene, Schütteflüssigkeitstank und Gastank. Das liegt daran, dass es ja ein Update auch gab und dass das Spiel, ich weiß gar nicht, wie das heißt, jetzt automatisch dazugekommen ist. Ja, kleiner DLC, kostenlos sozusagen. Gut, wir sind wieder unterwegs. Der Mordrak hatte mir gesagt, er findet das doof mit dem Mannequin da, dass das da jetzt hier in schlechter Luft laufen muss. Und der Grand Fremdling war zwischendurch mal kurz da und hat hier reingeschaut und fand den Stil, den ich habe, ganz gut. Aber leider ist er schon ein paar hundert Stunden weiter in dem Spiel und findet das dann jetzt nicht mehr so dolle hier. Gut, dann müssen wir weiter gucken. Wir müssen hier bauen. Wir wollten hier... Da muss noch was gebaut werden, da oben. Strom wird gemacht, leider noch nicht mehr. Warum wird hier jetzt nicht weiter gebaut? Was fehlt hier? Warte auf Lieferung. Granit. Fehlt da die Tür. Müsste elektrisch angeschlossen werden. Und die wahrscheinlich auch. Aber nee, die ist elektrisch angeschlossen, ne? Aber kein Strom da. Deswegen ging die letztens immer so langsam auf. Ja. Würde ich jetzt so handhaben und sagen, mach mal so. Das ist stromtechnisch schon alles angeschlossen, ne? Aber die Pumpe selber ist noch nicht da, oder wie sehe ich das? Gut. Da hat einer schon was gerade gemacht. Ach so, da wird jetzt gerade der Boden gemacht. Ach, der Boden unten. Alles klar, das würde bedeuten, wir machen mal, glaube hier oder hier, da machen wir nochmal einen weg. Er macht Strom. Sauerstoff ist hier natürlich immer noch schlecht, aber da müssen wir erst dran arbeiten. Ach, die Pumpe ist fertig geworden. Ja, der Ausgang fehlt, ist klar. So, jetzt kann da unten runter weitergearbeitet werden. Und hier oben müsste mal auch gemacht werden, ne? Okay. Hier sind noch Algen, ne? Zwei davon nehmen wir mit, die brauchen wir ja, ne? Ach so, da sollte ich ja unten noch so ein Algending hier hinstellen, ne? Lass uns das mal schnell machen. So ein Algenterrarium. Aber da wäre es doof und hier ist zu eng. Ah, super, da geht's. Na dann. Ich weiß nicht, ob das klappt, aber eigentlich nicht, ne? Aber wir müssen diesen Durchgang ja eigentlich auch gar nicht haben, ne? Die Leiter können wir zerlegen und können dann einen richtigen Boden machen. Da muss ja keiner unbedingt... Na doch, muss doch da lang. Ja. Gut, das bedeutet, wir machen den ganzen Spaß hier hinten hin. Diese Schleuse kommt da auch nochmal hin. Luftschleuse, automatische Luftschleuse. Blockiert Flüssiggas. Also der muss da hin. Oder muss nicht, sondern kann da hin. Ne? Aber warum will er den da jetzt nicht hinmachen? Achso, weil da die Wand ist, oder was? Dann zerlegen wir die doch erst, oder? Machen wir hier. Das weg. Oh, da ist einer wach geworden. Und bauen dann die Schleuse da rein, ne? Ah, endlich wird da was gemacht. So, jetzt kann die Tür dann dahin. Machen wir eine elektrische ruhig dahin. Warum nicht? Zerlegen das da drüber nochmal. So. Er ist kräftig am Basteln, hat keinen Sauerstoff, ist klar. Was fehlt hier? Da fehlen noch Leitungen. Kein Strom ist da, könnte aber sonst funktionieren. Die Dingens ist da fertig.
Machen wir da hin. Und die Leiter können wir da auch zerlegen. Passt. So, hier hinten muss aber noch eine Leiter hin. Ziegel brechen. Und da kommt eine Leiter. Ne, warte mal, dann machen wir den Ziegel da auch noch abbrechen. Und legen da eine Schleuse hin. Oh, war das, ne? Ja. So, dann haben wir da eine Schleuse, die dann auch funktionieren dürfte. Ja, da wird tatsächlich jetzt mal abgebaut. Was mich interessieren würde, ist, ne? Wann das fertig wird? Ah, jetzt kommt der Sauerstoff hin. Hoffe ich mal. Ne, auch noch nicht. Was mit Essen? 1800 Kalorien. Dauert noch. Hier wird jetzt tatsächlich was gebaut. Die Pumpe pumpt. So, jetzt müssen wir hier aber langsam den Raum zukriegen. Was sagt denn das Luft... Overlay. Die Pumpe pumpt, aber es geht da nicht weiter, weil da zu ist, oder was? Er noch nicht fertig ist. So, da geht schon mal was. Er braucht Sauerstoff und muss deswegen hoch, ja. Essen ist bei 4250, das ist schon mal gut. Hier geht weiter. Transportiert da mal was ab. Und Prio ändere ich hier mal auf 9, damit wir da mal den Sauerstoff hinkriegen. Jetzt habe ich das Rad hier auch auf 9 gestellt. Ne, das machen wir mal nicht auf 9. Prio 7 passt schon. Haben wir richtig gemacht. Gut. So, da. Aber da kommt kein Strom an, oder wie sehe ich das? Lüftungsoverlay. Ah, jetzt ist fertig. Das war Dingens, ne? Sag schon. Kohlendioxid, okay. Ist wieder kein Strom da, ne? Aber jetzt gibt es hier wenigstens ein bisschen Sauerstoff beim Rad. So, dann geht's doch auch voran. So, wenn das da soweit gut ist, dann können wir das doch hier auch jetzt entfernen, ne? Und dann machen wir da den Ziegel hin. Und dann ist doch erstmal gut, oder? So, kommt der auch weg? Ich will's hoffen. Da fehlen noch die Algen. Geht der da auch raus? Oder kann der da auch raus? Ja, kann er. Leider ist da wenig mit Strom. Den können wir mal zerlegen. So, jetzt gibt es Strom. Jetzt gehen die Türen auch wieder schneller auf. Da kommt die erste Lieferung für den Sauerstoff. Jetzt geht es mit dem Sauerstoff da los. Zum Glück, ne? Ja. Wasser gab es gerade auch. Hier unten gibt es nur Kohlendioxid, oder wie sehe ich das?
Ja, das muss jetzt werden, ne? So, Zugang ist da. Sieht doch erstmal alles ganz gut aus, oder? Zerlegen und weggraben. Und räumen wir hier auf. Essen, 5600, geht. Wer ist denn hier eigentlich? Oh, ein Erdgeist-Geysir. Okay, das ist dann ja auch was Schönes, ne? Weil Erdgas war eigentlich schwerer, ne? Müssen wir mal schauen, wie wir das hinkriegen. Ich hoffe mal, Forschung läuft noch. Habe ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm. Ne, Forschung läuft nicht. So, Erdgasgenerator haben wir da. Was haben wir hier noch? Ein Ölbrunnen und eine Polymerpresse. Mini-Gaspump pumpt eine kleine Menge Gas in Leitung. Versorgt eine kleine Menge Flüssigkeit an und leitet sie durch Rohre. Okay. Das haben wir ja alles schon. Sauna. Solarmodul. Dampfturbine. Solarmodul finde ich cool. Kriegst du nur Sonnenlicht weg, ne? Also das ist hier das Transportsystem. Bunkertür. Was haben wir hier? Sleepy Dock. Ah, das ist diese Artificial Friends. Das ist das Neuere, was da jetzt zugekommen ist, ne? Ja. Das Surfboard. Klimagerät. Radial. Radiatorgasleitung. Gastank. Das bauen wir. Transportrohr. Das ist hier Transportrohre. Okay, Glasblasen. Das ist auch nicht schlecht, ne? Ziegel und Sunlamp. Okay, Hochkultur, alles klar. Sensortechnik, ja, da müssen wir noch überall dran, ne? Wir haben aber erstmal was laufen. Wir haben noch 3600 Essen. Wir sind hier bei, dass da was läuft. Hier fehlt es wieder an Strom. Jetzt kommt sie aber, die Pumpe. Und da gibt es die erste schmutzige Luft. Oder wie sehe ich das? So, und jetzt müssen wir den kleinen Puft Wegfindung anzeigen. Ich möchte den aber nicht Wegfindung anzeigen. Ich möchte den Folgerkamera. Wie kriege ich den denn eingefangen? Angreifen will ich den nicht. Das gefällt mir jetzt wieder gar nicht. Da gibt es Sauerstoff. Und hier jetzt auch. Wie ist denn das mit dem Overlay? Okay, wird mehr. Ist aber noch nicht so berauschend. Die haben ja gar nichts, ne? Verschmutzter Sauerstoff, ja. Den gibt's da auch. Da gibt's ganz viel verschmutzten Sauerstoff, ne? Gut. Wie sieht es denn mit Keimbelastung aus? Ah, hier sind sie natürlich auch noch hoch, ne? Das bedeutet, wenn wir graben, graben wir hier. Bis nach da. Basteln uns aber hier vorher noch eine Schleuse.
Während ich dieses Mal noch erst abbreche, damit das dann eher fertig wird. Die Schleuse ist ja schon mal cool, aber nee, das ist ja schon doof hier wieder, ne? Machen wir den weg und den weg erstmal. Das müssen wir noch überlegen, was wir da machen. Hier machen wir eine Leiter hin. Zwei hoch. Und daneben nochmal eine Schleuse. Zerlegen. Zerlegen. Und dann kommt da die Schleuse hin. So passt's. Er bastelt das jetzt. So, dann kriegen wir das schon hin. Aber hier müssen wir den Puff da noch hinkriegen. Chlorgas, super. Wo ist das weggekommen? Keine Ahnung, ne? Er schafft jetzt da oben das fertig zu machen und da unten ist es schon fertig. Das bedeutet, der kann weg und die können alle weg. Und wenn er den da jetzt gebaut hat, dann kann der eigentlich auch weg, oder? Auf jeden Fall. Verschmutzter Sauerstoff ist da jetzt schon dran. So, das ist fertig. Das kann da abgebaut werden. Alles ist gut erstmal. Essen? Null. Ganz schlecht. Wie sieht's denn aus hier so? Wie viel Prozent haben die? 93, okay. Wo sind die anderen? Hier unten. 85. 88, 85. Na. 90. 90. Hier sind noch welche. 91. 80. Müssen wir gucken. Hier muss man dann Puff ausletten und die Pufflet auch. Hier sind noch ein paar Sachen, die wir noch machen können. Das sollten wir vielleicht tun. Max macht einen verbesserten Landwirtschaft. Bis dahin, da ist er ja glücklich dann, ne? Machen wir mal, oder? Den Rest haben wir ja schon. Turner ist hier schon top. Dann muss man gucken, wo Turner sonst noch hin kann. Also hier mal genug. Das kann er nicht. Hier ist erstmal genug Mechatronik. Das machen andere. Meister der Kunst. Ja. Dann gucken wir mal genug. Wenn, dann wäre dieser Weg natürlich der bessere. Machen wir fortschrittliche Forschung. Obwohl er nicht unbedingt der ist, den wir da brauchen. Ne? Kunstgrundlagen. Was haben wir sonst noch hier? Ach, hier oben ist noch einer, der ein super schweres Graben machen kann. Und das ist er dann. Hier haben wir Travaldo. Der hat hier oben noch ein paar Herzen. Der kann graben. Der könnte aber auch hier Viehzucht machen. Haben wir natürlich 5 Leute schon, dann machen wir hier oben nochmal Graben. So, dann sind wir da erst durch. Geforscht wird auf jeden Fall. Essen wird da gemacht. Hier läuft's. Wieso geht das nicht fertig? Zu wenig Ressourcen, Eisen, weniger Ressourcen, Eisen. Warum gibt's hier keinen... Wir haben kein Eisen, okay. Da steht auf jeden Fall, dass man das machen soll. Der hat da die Erleuchtung.
So, wie ist das denn mit Einfangen jetzt hier? Forschung könnte man da doch was mit Einfangen ganz oben auch, oder? Tierfütterer, Fischaussetzer, Fischfütterer, Scherstation, Pflegestation und Flugtierköder. Das ist doch das, was wir brauchen dann, ne? Flugtierköder. Das ist ein notwendiger Bestandteil des Stalls. Dann lass uns doch mal gucken, was für einen Raum wir hier haben. Ist das ein Stall? Nein. Dann sollten wir das mal da noch machen, oder? Aber wo gibt's das? Stationen? Supercomputerforschung. Pflegestation. Kommt da erstmal rein. Okay, da sind wir erstmal durch. Jetzt ist noch die Frage, was wollten wir noch haben? Diesen Tier. Aber wo ist der? Wo finde ich den? Tieraussetzer. Tierfütterer. Da ist er, Flugtierköder. Wo ist denn der Puff? Pufft da oben. Ja. Wo war aber Nahrung, ne? Wieso geht er jetzt nicht? Ah, jetzt geht's. Zum einmaligen Gebrauch. Kupfer lockt eine Art von Flugtieren an. Nahrungsmangel ersticken. Der geht aber hoch. Die gehen alle hoch. Wir müssen unbedingt gucken, dass wir hier Luft reinkriegen, ey. Gaspumpe. Hier ist top Sauerstoff, ne? Das verstehe ich jetzt nicht. Na dann. Der Finger, oh, der wird gerade gemacht. Und sogar heiler gemacht, das ist noch besser. Und jetzt? Das ist doch ein Flugtier, ne? Wuff. Ist jetzt 6 Jahre alt. Flat-Eye 79%. Ja, jetzt müsste der mal da gefangen werden dann, ne? Ich weiß nicht, wie der funktioniert, der Köder da. Lockt eine Art von Flugtieren an zum einmaligen Gebrauch. Beheizungstemperatur von circa Dekoration. 13,5 minus die Tierart, die vom Köder angezogen wird, hängt vom Baumaterial ab. Oh. Kupfererz. Ja, jetzt weiß ich nicht, was das ist. Ja, super. Was
Wartet mal, wir werden erstmal hier gucken, ob wir da was zu essen kriegen. Das ist wichtig, obwohl wir momentan gar nicht mal so schlecht mit dem Essen sind. Nährstoffriegel, Strauchsamen, Dornstrauch, der wächst die ganze Zeit nach und der hat 4000 sofort. Ich glaube, wir sollten die Samen nehmen. Ja, Leute, ist jetzt nicht so der Bringer und die Strauchsamen sind vielleicht doch der bessere Weg. Die müssen wir nur irgendwo einpflanzen erstmal. Da ist eine Mehlwurz. Da auch. Verhungern ist angesagt. Wo können wir denn noch Essen anpflanzen? Hier geht auf jeden Fall noch was. Zwei Beete dafür. Das war falsch. Bei Nahrung sind sie, oder? Und drei werden, aber dann wackelt das da, oder? Und das geht dann nicht. Gut. Was ist das jetzt hier für ein Zeichen? Ziegel? Außerhalb des Gewächshauses. Weil da rechts keine Tür ist. Machen wir da schnell eine Tür hin. Warum die weg ist, weiß ich zwar jetzt auch gerade nicht, aber lass erstmal eine wieder hinbauen. So, Essen 6000. Verhungern kann eigentlich nicht sein. Kein Forschungsschwerpunkt ausgewählt. Was hatten wir hier? Automatische Notifier. Mechanical Surfboard. Stressabbau war angesagt, wa? Hochkultur. Gaselementsensor. Ganz viele Sensoren. Lass sie machen. Und dann müssen wir da uns irgendwann auch noch mit beschäftigen. Aber erstmal bauen wir es jetzt. Der Pufflet, ja, da müssen wir uns noch mit beschäftigen, ne? Wo ist denn der jetzt hin? Da. Keime. Aufträge, Eigenschaften. Ja, das ist jetzt die Frage, ja. Was haben wir hier jetzt? Da haben wir den Gastank. Und da sind die Sensoren alle. Da oben ist noch gerade Radiator, Gasleitung, okay. Klimagerät. Und hier haben wir noch einen Thermosensor. Okay. Wir brauchen jetzt definitiv erstmal die Info für das Pufflet. Nahrung. So. Ja, weiß ich auch nicht. Ach so, warte mal, das ist nicht wie das Gerät gebaut ist, sondern was da drauf liegt, ist das Entscheidende. Und das ist thermisch reaktiv. Schleim. Oder Oxalit. Boah, jetzt müssen wir Schleim haben. Mit dem Schleim können wir das erstmal austesten. Wie sieht es jetzt hier mit dem Sauerstoff aus? Wo ist das Ding? Ah, wird ein bisschen besser hier unten.
Er wird entkeimt, okay. Wir brauchen aber das hier, um zu sehen, wo Schleim ist, der nicht kontaminiert ist. Das ist Kohle. Phosphorit. Hier ist Schleim, der nicht schlecht ist. Gut, das bedeutet Erde. Den bauen wir mal ab, oder? Den Schleim da. Hier oben ist sogar noch Dingens, Algen. Und da ist noch das ganze Wasser, was wir dann noch runterlassen wollen, was wir immer noch nicht runtergelassen haben, weil wir noch gar nicht so viel Platz haben. Und das hier ist jetzt Wasser, ne? Was zu warm ist, oder wie war das, ne? Das müssen wir also noch durch ein System irgendwie abkühlen. Ist jetzt die Frage, wie wir das hinkriegen. Da muss ich mir auch noch Gedanken drum machen. Wir haben ja diese Platten zum Abkühlen, dann müssen wir die irgendwie dahin machen, dass das so läuft. Das hat 25 Grad, das Wasser. Den Schleim hätte ich gerne priorisiert. Das wird schwierig, ne? Wir sind schon wieder bei über einer halben Stunde. Dieses Spiel fesselt unwahrscheinlich, ne? Also hier ist definitiv verschmutzter Sauerstoff schon mal drin, ne? Das ist schon mal gut. Jetzt müssen wir dem Pufflet nur da noch das anbieten. Also das hier ist es wahrscheinlich nicht. Oh, jetzt ist der hier reingeflogen, ne? Wo ich nichts hinstellen kann. Pilzspore habe ich, sehr interessant. Das machen wir doch mal, oder? Pflanzenprotein beisammeln. Ist die essbar? Braucht Chlorglas, Chlorgas. Der Pilz, was brauchte der? Atmosphäre, Kohlendioxid, okay, vielleicht ist das nicht unbedingt da, aber das muss man mal gucken, ob der da was wird oder nicht. Und da müssen wir dann hier ein Mehl, warum die drei da nicht eingepflanzt sind, weiß ich dann auch nicht. Schauen wir mal. So, was geht oder auch nicht? Pufflet, ne, pufft. Fliegt hier noch rum. Ist blöderweise da reingekommen und wir kriegen den da jetzt nicht raus. Wir müssten jetzt hier den herstellen mit dem Zeug. Und der geht hier nirgendwo hin. Doch da erstmal. Dann mache ich den da momentan hin. Prio hoch. Damit der schnell fertig wird und der verschwindet dann ja auch. Ich hoffe, das mit dem Schleim ist dann das Richtige. Jo, aber da würde ich sagen, das gucken wir uns in der nächsten Folge an. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt ihr mit, wenn das nächste Video hochgeladen wird. Und Kommentare wieder immer herzlich willkommen. Mordorak, schreibt was rein. Und vielleicht guckt der Grand Fremdling ja doch noch zu. Und dann wäre es ja schön, wenn er sich auch nochmal meldet. Und ja, sonst teilt das Video auf allen euren Ebenen, wo ihr könnt, damit es vorangeht. Alles klar, bis dann. Tschüss.